Jonah. Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Stimmt. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Quechua, die Legende von Kuniraya? Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ich habe so schon immer übelste Probleme damit, Namen auszusprechen. Und bei so exotischen Namen ist es natürlich noch si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Jetzt soll ich Hallo. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿Wovon redest du denn da? ¿De qué estoy? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Was hast du denn? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría hacerlo. Debería hacerlo. ¿Wenn die Plünderer nicht wären? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Das nehme ich. Habe ich überhaupt so viel? Ja. Doch, ich nehme das. Excelente lección. Siempre listo para los negocios. Okay. Erinnert mich an den Ex-Trinity-Typen aus dem letzten Teil ein bisschen. Ist wahrscheinlich dasselbe System hinter. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Oh, noch ein Grab. Nice. Ich glaube, die ganzen Gräber mache ich mal unkommentiert oder so. Oder ich mache die später. Oh Gott, Jonah. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Ja,
Pfad der Lebenden, den Tempel, erreichen. Ah, nice. Bodenfresser, das ist so ein super Name für eine Mini-Quest. Außenposten, Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft, Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das gut genug für dich? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. Nicht schon wieder. Den Typen kann ich absolut nicht gebrauchen. Mit Dominguez jetzt ja auch noch mit rummischt. Schon wieder Ausdauerpflanzen. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier nur Ausdauerpflanzen in dem Scheißspiel. Lara, taucht doch mal auf. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Bug gefunden. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir wollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Okay. Wollen wir uns dann jetzt eine Tauchausrüstung oder so? Besser. Einige Unterwasserdrohnen. Kein heftiger Kampf. Scheiße. Das wird doof. Bist du immer noch bereit mit dir? Ich bin da. Ich hab gerade was richtig Dummes gemacht. Ich habe noch halt die zwei Typis hier vorne gesehen. Bin davon ausgegangen, dass sie noch hier sind. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Ich glaube, es ist heute echt nicht mein Tag, wenn es um Kämpfe geht. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Okay. Wollen wir uns dann jetzt eine Tauchausrüstung oder so? Besser. Einige Unterwasserdrohnen. Okay, einer ist Matsche. Ich wüsste zu gern, was hier vorgeht. Fuck. Da ist hier noch einer. Zentrale hier Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Warte, Lacher. Wir sind 5 Meilen flussabwärts. Signal ist stark. Ich gebe Bescheid, falls Sie was finden. Out. Was ist drüben in Convenier los? Keine Ahnung. Wir konnten sie nicht erreichen. Was? Das war vor einer Stunde. Was zum Teufel soll die Scheiße? Ich weiß nicht. Weißt du warum? Weil wir sie nicht erreichen konnten. Wir haben Besuch. Fuck. Alter, das ist heute echt nicht mein Tag. Ich hab sie flankiert. Wo ist der letzte? Oh Gott. Hast du eine Ahnung, wer wir sind? Komm schon. Feuer! Wow, das war super. Oh, hier ist was. Endzeit, ein Manifest von Trinity. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören,
kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Was eine kranke Scheiße, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Ich bin ja auch nicht wahnsinnig. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Ja, den musst du echt finden. Fähigkeiten erstmal. Wir haben 2 Punkte. Blick des Adlers. Yo. Ich nehme erstmal das Ding. So, jetzt wollte ich ins Inventar gehen. Ich habe ja neuen Scheiß. Erstmal Klamotten. Ich habe doch einen Infiltrierer letztes Mal ausgewählt. Und das... Ah, das funktioniert also nicht mit meinen alten Outfits, oder wie darf ich das verstehen? Ja, funktioniert echt nicht mit meinen alten Outfits. Das ist ja doof. Was? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht.